Mit Chapters wollten wir eine ganz andere Geschichte des Kontrabasses erzählen. Nicht die Geschichte eines Bassinstruments in einem Ensemble, nicht die Geschichte eines virtuosen Zirkusinstruments, wie man das so oft erlebt, sondern die Geschichte eines wunderschönen Melodieinstruments, das singen kann. Unser Ziel beim Repertoire war es, eine möglichst große Bandbreite zu demonstrieren, innerhalb der Klassik, aber auch außerhalb. Das heißt, wir haben Schubert, wir haben Ravel, wir haben aber auch Filmmusik, wir haben Minimal Music, wir haben sogar auch einiges an Jazz dabei. Für mich eines der Highlights von der CD ist das Ständchen von Schubert Reharmonized bei Jarkko Rihimäki. Das ist wirklich eine unglaubliche Entdeckung. Was mich stark musikalisch geformt hat, war meine Zeit als Junge bei den Wiener Sängerknaben. Daher war es mir ein sehr großes Anliegen, einiges an Vokalmusik in dieser CD dabei zu haben. Das heißt zum einen natürlich Transkriptionen von Liedern, aber sogar mit John Rutter Chormusik. Mit Kontrabass klingt es schon anders, aber es ist schon erstaunlich, was man doch erreichen kann, wenn man es will. Also ich finde das wirklich, das klingt wunderbar, auch auf dem Kontrabass zum Beispiel Liedbearbeitungen und sowas. Das kann man wirklich wunderbar mit Kontrabass machen. Ein zentrales Stück auf dieser CD war Mercy von Max Richter. Ein Stück, das sich auf ein sehr kleines tonales Material beschränkt, aber innerhalb von diesen ein einzigartiges Universum schafft. Eine Musik, in der man wirklich jeden einzelnen Ton spüren und mitempfinden kann. Chapters ist im besten Sinne eine CD, die man sich gerne anhört. Jeder Track erzählt eine eigene Geschichte, hat ein eigenes kleines Universum in sich.